Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Mattesburg-Reihe. Ihr seid im Mittelalterstudio Winter, ich bin der Kumpel und heute zeigen wir euch Teil 2 der Mattesburg. Dann schalten wir direkt mal ins Geschehen. Viel Spaß dabei! Und dann geht's auch schon weiter. Wieder mit dem Würxel und dem Groschi. Ja, hallo. Moin. Jetzt nicht, sonst geht die Mauer immer kaputt. Und wo, ja, nee, winken können wir jetzt nicht. Wir können höchstens nicke. Das stimmt, ja. Moin. Ein Begrüßungsrammeln. Wo müssen wir hin? Sowas. Also wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Das hatten wir euch ja versprochen. Haben wir. Und da kommen wir, Und zwar ist das, die Waffenkammer im Prinzip. Ah, wir sind im Zeughaus, im Roten Turm, im Sockel des Roten Turms. Genau, das ist der Keller vom Roten Turm. Und ja, hier sind Schilde. Große Schilde, kleine Schilde, ganz kleine Schilde. Das erklärt einiges. Kühlergrill von einem alten Renault, was hier alles ist. Guck mal, das kann man sogar drehen. Es gibt Kampfschwerter, Kampfäxte, Kampfspitzhacken. Da wird alles zum Kämpfen benutzt. Und Kampfäxte und Kampfschwerter und... Ah, ist ein Traum. Und jetzt? Jetzt gibt's hier auch eine Tür. Ist kein Schild, ist eine Tür. Oh nein. Ja. Wo geht's dahin? Da kämen wir dann raus, wenn wir vom ersten Turm, also vom linken oder rechten, den anderen Gang genommen hätten. Dann würden wir hier rauskommen. Ach, da, wo man beim Turm runtergegangen ist. Genau. Ah, ich weiß es. Okay, ja. Das müssen wir aber jetzt nicht machen, weil das ist nur ein Gang in der Mauer. Und noch eine Kampfspitzhacke und eine Kampfaxt und Kampfschwerter und Rüstungen, ganz viele Rüstungen. Nein. Kampfrüstung. Kampfrüstung, genau. Eine Kampffackel. Nein, das ziehen die immer an, wenn sie Schwein essen. Was, die Fackel? Nein, die Rüstung. Oh! Guck mal, Kampfkopfsteine. Okay. Gut. Kampfsteinziegel, Kampfsteinziegeltreppen, Kampffenstergitter, Kampfrüstungen, ein Kampfschwert und ein Kampfwürxel, ein Kampfgroschi, ein Kampfwald. Ach, ich höre jetzt lieber auf. Heute Abend sinkt für uns das Niveau. Bogenhalter! Ja. Davon habe ich mir immer welche gewünscht, aber niemand baut sie mir. Ja, mir hat... Musste erst... Da möchte ich mal kurz unterbrechen. Du bist ja so gemütlich, Groschi. da musste erst der Romanus von den Mineworlds Gamer zu uns kommen und uns dieses Zeughaus hier ausrüsten, denn er hat den kompletten roten Turm von innen ausgestattet und auch obendrauf, da wartet noch eine Überraschung. Genau. Damit wir Bogenhalter auf unserer Karte hatten. Die hatten wir vorher nämlich nicht. Ja, die hat er erfunden, das stimmt. Der Erfinder ist eindeutig der Romanus. Und hier sehen wir Kampftontöpfe. Nein, das sind Köcher für Pfeile. Ja. Kampffeile. Mit denen kann man dann vom Turm schießen. Stellt den Köcher neben sich und ballert. Wenn die Pfeile leer sind, kann man notfalls den Topf auch noch hinterher schmeißen. Das stimmt. So. Das ist eine Möglichkeit, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hänge. Ah. Stehe am Schild. Na, du hängst, der Groschi sitzt. Das ist eine gemütliche Runde. Ja, aber wir gehen doch jetzt weiter hoch. Oha. Da gibt's noch mehr. Auf. Mehr. Pack. Nein, das ist kein Tisch. Das ist Sattelhalter. Das ist ein Sattelauflieger. Genau. Die müssen ja auch regelmäßig gefettet werden und gewartet werden. Das kann man dann alles hier schön machen. Aber ganz ehrlich, hier gibt es keinen Fahrstuhl. Ich möchte nicht der Sattelschlepper sein, der das hier hochbringt. Ja, echt mal. Ja, das sind, glaube ich, auch nur die auf Vorrat sind. Boah. Falls mal einer kaputt geht, weil so ein Sattel ist schon aufwendig herzustellen und die Räuber klauen sich die lieber zusammen und lagern sie, als die immer neu zu bauen. Also Zelte! Genau, Zelte. Wollen wir campen gehen? Nö. Wir brechen ab und gehen campen. Yeah. Hat mir früher mal Spaß gemacht. Ja, finde ich auch gut. Viel zu früh. Ich gehe nochmal hoch. Was hat er gesagt? Ist zu früh? Zu früh zum Campen ist es nie. Also. Höchstens zu spät. Ja, könnte ein bisschen kalt sein. Lanzen! Lanzen, ja. Kampflanzen und wieder Kampfspitzhacken. Und was haben wir hier noch? Kampfschilde, Kampfschwerter, Kampfbeile, Kampfspitzhacken, alles da. Ja, also Kampfschaufeln vergessen. Kampfschaufeln sind keine da. Nee. Und auch keine Kampfschere, die ich persönlich ja bevorzuge.
Das ist eine zweischneidige Sache. Zu weit. Ich sehe nichts, außer Groschis Füßen. Ich würde so gerne was zeigen. Ah, cool. Ja, meine Füße sind zeigenswert. Ja, aber nicht von innen. Achso, Kitten. Ja, hier schläft dann immer die Wache. Und hier auch? Genau. Und eventuell hier auch. Aber die kriegt dann auf die Finger. Was ich noch sagen wollte, die Räuber sind ja echt bis an die Zähne bewaffnet, ne? Feuer! Ja. Bang, bang. Das ist eine Balliste. Die Frage ist nur... Naja, die haben die wahrscheinlich auch geklaut, weil wie will man in dem Gelände einen Feind mit einer Balliste treffen? Ne, das ist für Post. Du meinst, die schießen damit bis rüber zum Kloster St. Gallen Briefe an den Abt? Nein. Ja. Aha. Die schießen die Brieftauben damit ab, damit sie schneller dort sind. Ey, das stellt euch mal trickfilmmäßig vor. Ja, stell ich gerade. Ah, Kike, wie heißen denn die komischen Hühner, die man schießt, um die Schweine abzuschießen? Ja, ich erinnere mich. Angry Birds für im Mittelalter. Ja, so in etwa, genau. Okay, das ist cool. Ja. Also, das sieht dann etwa so aus, oder wie? Oh nee, das hat nicht geklappt. Dann vielleicht das da? Oh ja. Ah, das war eine Ladehemmung. Entschuldigung. Ja, und jetzt der tolle Ausblick in den Hof, ja. Oh ja, da muss ich runtergucken. Dumm. Darf ich ja mal da vorne hin? Ich bin die Kamera. Ja, du kannst auch neben mich, aber kannst auch die Ecke nehmen, natürlich. Oha. Also der Blick hier runter ist schon episch. Also das hier ist halt der höchste Punkt. Stimmt. Passt. Also ich meine, die Mastspitze guckt noch ein bisschen rüber, aber... Nein, die ist unter uns. Echt? Ja. Ja, wenn man oben auf der Mauer steht, ist sie drunter, das stimmt. Och Gottchen. Wer bist du denn, Kleiner? Ah, da guckt was. Da ist er weg. Ich muss nochmal da hinten runter gucken, da war ich noch nicht. Da sehen wir ja dann den Hof der Kernburg im Grunde. Ich nehme an, also da, wo die Räuberakademie ist, ist die Kernburg. Da sehen wir auch schon den Gründer der Akademie, den Oberräuber. Aber dazu später mehr. Ja, das ist ein echter Verbrecher. Oha, da guckt wieder einer. So, dann gehen wir jetzt runter und zwar zum Haupthaus, genau. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, ich glaube, wir müssen noch einen Stock runter. Aus der Tür rausgehen. So, genau. Folgt die Kamera? Wo ist sie denn? Hier oben. Die guckt noch. Juhu! Ach, da ist sie. Hier müssen wir hin. Die Kamera musste husten. Oh. Und deshalb bin ich oben stehen geblieben, hab den Ausblick genossen, damit die Zuschauer sich nicht langweilen, während ich den Ton ausmache. Auch inzwischen, ja. Ja, so viel Treppe laufen ist blöd. Ja, der Husten, der wandert im Moment von der... Dein Name als Schatten ist lustig. Ja, ich weiß. Der Husten wandert im Moment von den Bronchien in die Nase und von der Nase in die Bronchien. Oh. Immer rauf und runter. Merkwürdiger Husten. Ja, das ist zum Kotzen. Also nee, zum Glück noch nicht. Wir gehen hier auf dem Dach des Haupthauses. Also ganz unten ist der Saal. Da waren wir ja schon drin. Wir müssen uns mal überlegen, ob du die Mattesburg als Download anbieten möchtest. Doch, kann man ruhig machen. Als Einzeldownload. Dann ich bin jetzt hier mal um die Ecke gegangen. Wenn die Kamera mal gucken möchte. Dann kannst du aber zu mir kommen, dann mache ich nämlich wenn ich das rübergezogen habe mit MC Edit, dann mache ich nämlich ein LAN-Spiel auf und dann kannst du mir helfen, die ganzen Rahmen und so wieder zu setzen. Stimmt, ja. Ja, das ist Arbeit. Und dann müssen wir noch die Image Maps in den Safe einbauen und sowas, dass die Leute das haben. Oh, ein Brunnen! Nee, eben nicht. Ich wollte schon sagen, hier oben? Das könnte man denken, aber nein, das ist der Schornstein vom großen Kamin unten. Man sieht so einen Lichtschein. Ja, man kann hier so ein bisschen erahnen, Lichtschimmer. Ach, von der Haupthalle da vor unten, oder wie? Genau, das ist von der Küche unten der Kamin. Ja, cool. So, und dann geht's hier hinein in den Wohnturm. Aber wir gehen erstmal nach unten.
Weil wir haben da noch ein paar Stockwerke vom Haupthaus abzuarbeiten. Ach so. Ja. Okay. Ja, irgendwo müssen ja auch die ganzen Räuber wohnen und das gucken wir uns jetzt mal an. Das stimmt allerdings. Das sollten sie in der Tat. Ja, und zwar gehen wir erstmal hier rein. Nee, wir gehen da nicht rein. Wir gehen erstmal hier rein. Wo seid denn ihr? Ich bin wieder im Hauptteil des Treppenhauses. Siehst du mich nicht mehr? Doch, dich sehe ich jetzt, aber ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ah, da. Hallo, ihr zwei. Folgt mir. Und zwar müssen wir jetzt hier hoch. Dieses Ding ist verwirrend. Ja, ist halt eine Burg. Nochmal, um zu verstehen, hier unten ist der Hauptraum. Richtig. Und jetzt gehen wir da rein. Jetzt gehen wir oben drüber im Prinzip in den Lagerraum. Genau. Hier steht so alles Mögliche rum. Ein alter Schrank. Gefüllt. Er ist leer. Ja, guck mal, da ist eine Servierplatte drin. Stimmt, ja. Vielleicht haben die ihr Geschirr da drin und ihr Besteck. Das benutzt auch eh keiner, deswegen ist es hier drin wahrscheinlich. So, dann haben wir da links noch, genau. Ist, glaube ich, die Kleiderkammer. Aha. Sieht an der Kleiderkammer aus? Riecht doch so. Ja. Riecht auch so. Und die Farben sind auch irgendwie typisch räuberig. So grünlich, bräunlich, waldig. So, dass man eben gut lauern kann. Lange vor den Armeen haben die Räuber die Tarnung schon beherrscht. Was ist denn da drin? Darf ich da rein? Nein, hier gehen wir zuerst rein. Jawohl, Sir. Und zwar wohnen hier die Räuber, also jeweils einer. Die haben ihre Zimmer, schön eingerichtet. Oh ja. Groschi, guck dir das mal an hier. Genau. Was sagst du dazu? Der hat Geschmack. Definitiv Geschmack. Geschmack? Ja. Ja, da ist nämlich der erste Bauernhof, den Groschi... Was machst denn du da? Wer haut denn hier die Wand kaputt? Ich war's nicht. Der erste Bauernhof, den Groschi jemals hier... Ey. Was macht ihr da? Ich hatte gerade irgendwie ein Problemchen. Groschi macht alles kaputt, oder? Oder irgendwas anderes macht alles kaputt. Ja, aber was denn? Weiß ich nicht. Dann gehen wir mal weiter, bevor wir alles kaputt machen. Ja, na schnell nach nebenan. Sehr merkwürdig. Was war denn das? Ach, der hat sich einen Spiegel hingehängt. Ja, einen Spiegel. Ja, das könnte er sein. Ne? Hat auch einen Bart. Ne? Du kannst nie nur nachts schlafen. Hm? Oh. Ab der Minecraft 1.8 kann man nur noch nachts schlafen. Es gibt Menschen, die sind deswegen in Therapie, weil sie gerne Mittagsschlaf halten. Ja. Ich habe aber zwischendurch herausgefunden, dass es doch früher schon so war. Ja, das ist ja nur ein Running Gag. Ein Gag. So, dann gehen wir noch in das... ich sehe nichts. Ah. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Dann macht ihr doch Licht. Ist leichter gesagt als getan, stelle ich fest. Da muss die Kamera mal zuerst reingehen. Nämlich auch ein ganz besonderer Räuber. Ja, der hat Geschmack. Ja. Tolle Tapete. Und ein Bild von einem richtig schönen Minecraft-Skin. So schön ist der. Ja, das musst du dich mit F5 zeigen, dann sieht man's. Was denn? Die Ähnlichkeit ist doch rein zufällig, oder? Ja. Die Ähnlichkeit mit lebenden und nicht lebenden und animierten Personen ist rein zufällig. Jetzt haben wir hier Fackel in der Hand. So. Was ist? Mach dich nur lustig über mich. Es war kein anderer da, um sich fotografieren zu lassen. Wo wart ihr, als ich das Bild machte? Die Herren. So, dann gehen wir jetzt wieder in den Turm. Und dann, aber erstmal jetzt ins nächste Räuberzimmer, bitte. Ja, genau. Also, da vorne rechts. Und zwar geht's jetzt hier. Das war, glaube ich, das erste, genau. Das ist naheliegend, wenn da eine Tür ist. Oha, das ist aber nicht so opulent. Ne, wenn man da oben sieht, der hat nicht viel Materialzeug, ja. Wohnt ihr Bruder Tick und Bruder Tack und Bruder Tock oder so? Ja, sowas. Würde ich sagen.
Würde ich auch vermuten. Bruder Hightower. Nein, der nicht. Der ist ja schon in der Police Academy, der hat hier nichts verloren. Oh. Was ist passiert hier? Ah. Du bist eben durch die Tür gegangen, war unheimlich. Oh. Mit Blick auf die Räuberakademie. Akademie der Räuber. Ja. Weil ich so schön bin, so toll bin, so tralalala. Wir erleben hier eine selbstverliebte Szene mit Groschi. Wir stören gerade beim Zurechtmachen. Oh, Entschuldigung. Du kannst nur nach. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare. Okay, wir verlassen den Raum. Du hast eine Zwiebel auf dem Kopf, du bist ein Döner. Denn Döner macht Schöne. Oh, der hat Geschmack und der hat auch ein tolles Bild hier hängen. Ja, nur leider hat er irgendwie ein Problem mit der Ausrichtung. Findest du? Ja. Vielleicht benutzt er das ja für die Autoliebe. Wenn er da zu Bette liegt, den vorderen Vorhang wegzieht, dann kann er sich vielleicht da was vorstellen, ne? Und berührt sich dann auch schon mal im Schritte. Um es mal dezent auszudrücken. Aha. Oder hat einfach falsch genagelt. Also das Bild. Ja. Das macht es immer noch nie besser. Warum? Wenn du schon... Bilder kann man falsch nageln. Wenn du schon komische Andeutungen machst mit, er hat genagelt. Und haust dann raus, das Bild. Es gibt auch Wände mit Löcher in der Wand. Aha. Ja, wer weiß. Deswegen hängt es vielleicht schief. Ja, schau doch mal. Das Bild hat doch unten im Schritt ein Schmuckdöschen. Ja, ein Bauchnabel. Okay. Das ist kein Bauchnabel. Das ist ein Schmuckdöschen. Nein, ich meinte, das hängt am Bauchnabel. Egal. Was wir dem Räuber nicht erzählen, ist, dass das ein Heiliger und keine Heilige war. Ja, das muss er ja nicht wissen. Da hängt er richtig rum. Ja, hier ist besser. Ja. Ja, jetzt sind wir im Wohnraum des Hauptmanns. Ja. Oh. Er hat es natürlich sehr gemütlich, so eine kleine Polstercouch. Das Tischelchen ist süß. Ja. Was machst du hier neben mir? Das ist eklig, ne? Ich kam nicht weg. Ich hinkte zwischen den ganzen Klappen. Ja. Und da ist übrigens ein Uhrenschrank. Die Uhr ist aber kaputt. Ja, die steht. Man sieht's. Wahrscheinlich weiß keiner, wie man sie aufzieht oder so. Das kann sein, aber die können vielleicht auch gar keine Uhren lesen. So, und hier ist die Machtzentrale, von der aus der Räuberking, der Oberräuber, der Räuberhauptmann, der Räuber Hotzenblotz, der Mattes, die Mattesburg führt. Genau. Ne? Hier hat er seinen Schreibtisch und da im Schrank steht der Laptop. Nee, Bücher. Oh, da ist er. Du hast ja einen Heiligenschein über dir. Mhm. Ah. Ja. Genau. So, und dann geht's. Genau. Noch ein Stockwerk höher. Hier nicht, da sind Bücher drin. Nein, das ist ja der Schrank. Da ist der Laptop drin. Und hier geht's. Oh, hier geht's noch höher. Es geht noch höher. Huch, da kam Groschi vorbeigeflitzt. Ja. Einmal um die Eck. Guck immer auf so ein goldenes G. Ein goldenes G, ja, das rennt da vorne rum. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Ach, da ist das Bett. Ja, versteckt in der Ecke. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Bett? Ja, das hier ist der Schwingtisch für den Häuptling natürlich. Und für die Häuptlinge? Häuptlingin? Lingin. Ach ja. Ist schön, ja? Es gibt zumindest was zum Baden. Ja, ja. Verplansch. Ich frag mich manchmal, ob es Groschi als echten Menschen gibt oder ob er vielleicht ein NPC ist. Der irgendwie über mehr künstliche Intelligenz verfügt als der Durchschnitt. Warte. Aber es gibt noch ein Stockwerk. Jetzt musst du dich noch im Kreis drehen. Er macht das schon gut. Ja. So ungefähr. Chikamo. Ah ja, jetzt hat er es bewiesen. Mit Blick auf den Akademieturm. Mo. Mo? Was ist da? Oder den Hof.
Ah, nee, das ist ein Würfel. Da kann ich nichts sehen, also muss ich da hingehen. Ich bin gerade hier hoch. Ja, warum musst du denn da hoch? Du brauchst doch gar nicht gucken, du hast doch keine Kamera. Kauf dir eine Kamera, dann darfst du auch hoch. Ich will auch gucken. So. Also, da sehen wir den linken rechten Turm und da sehen wir den linken rechten Turm. Damit wäre das geklärt. Ja, guck mal nach oben. Oh, was machen denn die Rüstungen hier im Kinderzimmer? Naja, das sind so die ausgemusterten Stücke wahrscheinlich für den Sohn zum Üben. Hier ist so ein Übungsschwert aus Holz. Ach, ich seh's. Oh, der baltische Meerbusen. Ja. Aber was es damit auf sich hat, erzählen wir euch das nächste Mal.